Yo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Huch, ja, also habe ich außerdem mein Tischstativ verrückt. Ja, in dieser Folge zeige ich euch mal so ein bisschen meine Welt. Ich habe sie ja schon mal im Livestream so ein bisschen gezeigt. Ja, und in dieser Folge oder in dieser Welt spiele ich mit dem Crafting Terminal und auch mit ein paar Mods. Mit Shader kann ich leider nicht spielen, da es dann zu harte Frame-Einbrüche gibt. Und ja, ich glaube, so will niemand spielen mit 20 FPS. Ist einfach doof. Ja, ich muss die Stimme jetzt auch leider im Nachhinein aufnehmen, da ich muss es leider Gottes zugeben, weil in OBS hatte ich vorhin testweise meine Stimme deaktiviert und ich hatte jetzt in der Aufnahme vergessen, sie wieder zu aktivieren. Ja, Leute, meine eigene Dummheit, ich weiß, passiert mir leider Gottes öfter. Aber gut, ich versuche jetzt mal die Minuten irgendwie rumzukriegen. So. Ich nenne euch gerade mal die Themen, die ich vorhin angesprochen hatte. Also ich hatte ja angenommen, die Stimme würde mit aufgenommen werden. Und da habe ich natürlich gebabbelt, wie das Zeug hält. Und habe auch einige Themen angesprochen. So, das ist unsere Farm übrigens. Also ich mache da manchmal mit meinem Bruder in der Welt rum. Und ja, das ist ein Face. Anonymous, wer kennt ihn nicht? Ja. Also wie gesagt, mach ich mal schon mit meinem Bruder da drin in der Welt rum. So, die Themen, die ich ansprechen wollte, ist einmal, warum ich so Verzauberungen drauf hab. Auf meinen Werkzeugen. Und da habe ich einmal das wollte ich als Einzelne sagen. Ja, ich habe eigentlich coole Verzauberungen drauf. Haltbarkeit 3 auf allen und Effizienz 5. Genau. Aber warum ich das genau gemacht habe, werde ich euch später noch erklären. So, auf E. Nee, warte. Das wollte ich eigentlich jetzt erklären. Genau. Also. Warum habe ich mir das ganze Zeug so ercheatet? Ganz einfach, weil mein Bruder und ich haben uns vorhin so einen Stock ercheatet mit Rückstoß 3, 6, 599 und 16.960 ungefähr sowas. Ja, und dann hatte ich auf einmal übelst starke Frame-Einbrüche. Und ja, bis dann Minecraft abgeschmiert ist, aber ich war aus irgendeinem Grund war ich noch in der Welt. Er hat weiter auf mich eingeschlagen, so lange bis ich dann tot war. Und ja, es ist doof und ich habe dann erstmal übelst einen Ausraster bekommen. Ich habe tausendmal gesagt, hör auf mich zu schlagen. Er hat immer weiter auf mich eingeschlagen und ja, ich war dann einfach tot. Ich bin dann schnell wieder in die Welt gejoint, um zu gucken, wo meine Sachen liegen. Hab sie aber dann nicht mehr gefunden, wahrscheinlich sind sie dann despawned. Ja, ich hatte 30 Level, die haben die alle Diamantspitzhacke, Axt, Schaufel und Schwert. Hatte Level 30. Und ja, alles war weg. So, das ist übrigens unser Zombie-Spawner, beziehungsweise unsere Zombie-Falle. Da können wir dann immer XP ernten. Genau. Boah, Alter, muss jetzt voll oft aufstoßen, weil ich neben mir nämlich einen Rockstar Punch stehen hab und die ganze Zeit was davon getrunken habe und jetzt ja kommt die Kohlensäure wieder hoch. Genau. Ja, und dann hat er mich getötet und habe ich gedacht, ach weißt du was, leck mich doch jetzt. Dann habe ich mir halt alles wieder ercheatet, wie auch meine Eisenrüstung, die ist nämlich auch dadurch kaputt gegangen. Da sieht man sie. Und ja, wie soll ich sagen? Es war einfach nur beschissen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du was, wo er nichts davon hat. Und zwar habe ich mir dann einfach die Bücher gecheatet, damit ich einen Vorteil habe. Ja.
und dann habe ich die Verzauberung draufgepackt und dann war es das so. Ich kann ja dann für meinen Bruder die Cheats deaktivieren, dann kann er nicht in Game Mode gehen. Ich kann, muss ihm dann alles so persönlich geben. Vorausgesetzt, ich will das. Ja, aber dann war meine Wut erstmal wieder weg. Also, genau. Also, rechts ist mein Haus, hat man ja auch schon im Livestream gesehen, auch wenn ich nur einen Zuschauer dabei hatte, aber jetzt kann ich es nochmal ausführlich für euch zeigen. So, hinter, ja, da sieht man meine Welt, mein Texture Pack. So, da stelle ich gerade meine Dingens hoch. Okay. Welche Themen hatte ich noch angesprochen? Thema Schule und Thema Flüchtlinge. Ich fange einfach mal mit dem Thema Flüchtlinge an, da mir das Thema Schule ein bisschen peinlich ist. Da könnt ihr dann einfach dranbleiben oder wegschalten, wie ihr wollt. Wenn ihr es anhören wollt und wenn nicht, dann schaltet ihr einfach weg. Ja, also Thema Flüchtlinge. Was halte ich so davon, wenn so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Also erstmal grundsätzlich, ich habe nichts dagegen, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Aber erstens, es sind viel zu viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Momentan. Ach ja, da hole ich gerade meine Level wieder. Also ich versuche es irgendwie durch einen Befehl. Aber dann mache ich es mit Erfahrungsflächen. Ja, also Thema Flüchtlinge. Es kommen viel zu viele Flüchtlinge nach Deutschland. Ich finde es okay, wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, aber wirklich Kriegsflüchtlinge und nicht irgendwelche anderen Flüchtlinge, die aus irgendwelchen Wirtschaftsgründen nach Deutschland kommen. Ganz ehrlich, da weiß ich auch gar nicht mehr, was ich davon halten soll, weil die wollen ja dann einfach nur ein besseres Leben hier in Deutschland haben, weil es bei uns ja die das Hartz IV gibt. Und ganz ehrlich, manchmal bin ich der Meinung, die Wirtschaftsflüchtlinge, die nach Deutschland kommen, werden besser behandelt als wir Deutschen selber. Also was ich da manchmal in den Nachrichten so höre, die, es ist einfach nur schrecklich, wie die Deutschen, oder man, nicht alle Deutschen, es sind wirklich wenige, die dann irgendwie gar keine Wohnung haben und die Wirtschaftsflüchtlinge, die bekommen dann Haus einfach mal geschenkt. Also das so finde ich nicht in Ordnung. Und weißt du, und die, die in Deutschland dann leben, die Hartz IV bekommen und dann nicht mal ihre Wohnung bezahlen können, weil die Miete immer teurer wird oder so und der Strom und alles, die müssen dann in so, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Obdachlosenheime, glaube ich. Die müssen dann in so Obdachlosenheime. Ja, und während die Wirtschaftsflüchtlinge dann schön gemütlich in den Häusern sitzen. Ja, also ist nicht so schön, was die Angie oder, ja, wie man sie halt nennt, Angie, Angela Merkel da halt so macht. Ja, Kriegsflüchtlinge habe ich eigentlich auch nichts dagegen, aber es sollten auch nicht zu viele sein, weil sehr, sehr viele da auch gefälschte Ausweise mit nach Deutschland bringen und die Polizei in Deutschland, die weiß ja dann auch gar nicht, wer das jetzt eigentlich ist. Es kann ja jeder sein. Es können alle möglichen Leute sein, sogar die von der IS können da welche dabei sein und die Polizei weiß es ja nicht. Deswegen denke ich auch, dass bald, also wenn nichts getan wird, dass die Terroranschläge auch bald nach Deutschland kommen werden. Und was ich da manchmal von meinem Vater so mitkriegt, der hat ja seine News-App so auf dem Handy, dass die jetzt auch nicht mal wollen, dass Angela Merkel dann Bundeskanzlerin von Deutschland ist, weil die einfach wahnsinnig ist mit ihrer Flüchtlingstreiberei. Und ich meine, heute ist ja dann auch wieder so ein Anschlag in der Türkei verübt worden. Dabei sind 12 Menschen gestorben. Und 8 davon darunter waren Deutsch. Und was ich also mitbekommen habe, dass die Explosion ein 1 Meter tiefes Loch
in den Boden gesprengt hat und dass die Menschen teilweise keine Köpfe und keine generell Körperteile mehr hatten, das hat mich dann doch schon ein bisschen beängstigt. Und ja, ich würde jetzt allen Urlaubern oder so auch abraten, irgendwie nach Arabien oder so zu fliegen, weil es einfach viel zu gefährlich ist, dahin zu fliegen. Schon allein, wenn man hört, dass die Piloten oder dieser eine Pilot, der da mal war, der dann den Co-Pilot oder ja, ich glaube doch, es war der Co-Pilot, der den der Pilot hat den Co-Piloten ausgesperrt, so rum war es. Der Co-Pilot wollte nämlich mal aufs Klo und der Pilot, der hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, Anfälle? Waren es Anfälle? Ich weiß es gar nicht. So genau mehr. Der hat dann die Maschine abstürzen lassen, während der andere Co-Pilot dann vor der Tür geklopft hat. Da hat man dann eigentlich auch keine Lust mehr, irgendwie wegzufliegen. Ich meine, klar, es gibt jetzt nicht so viele davon, aber irgendwie Angst bekommt man da trotzdem. Wenn man dann hört, dass so ein Pilot ein Flugzeug abstürzen lässt. Generell so. Ich meine, es sind ja die. Nee, letztes Jahr. 1,2 Millionen Flüchtlinge, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Und dieses Jahr soll es ja nochmal ums Doppelte werden, habe ich gehört. Und und die geben einfach so viel Geld dafür aus, obwohl sie das Geld für was anderes ausgeben können. Und ich meine, Deutschland hat jetzt sowieso sehr, sehr viel Schulden und ich glaube auch nicht, dass die dabei sind, gerade die Schulden irgendwie in irgendeiner Form zu bezahlen. Und wenn sich da bald nicht was ändert, dann denke ich, dass Deutschland zugrunde gehen wird. Ist genau wie mit dem Euro, ja. Also damals war es so, die wollten eine neue Währung einführen oder eine neue Geldmarke und das war der Euro. So. Aber was denkt ihr? Die haben nicht das Volk gefragt, ob das Volk das auch wirklich haben will. Weil die genau wussten, das Volk will das nicht. Die wollen die damalige Mark behalten. Also haben die es einfach so gemacht, ohne das Volk überhaupt erst zu fragen. Ist auch so eine Sache. Sowas soll Demokratie sein, ja. Das Volk bestimmt, was im Staat abgeht, ja klar. Sieht man, dass sie alles so machen, wie sie wollen. Tja, Leute, also das ist so ein Thema, das grenzt sich auch in alle Richtungen aus. Kommt mal von einem Thema zum nächsten. Ich will es jetzt auch gar nicht so weit aufgreifen, weil ich meine, da kann man jetzt Stunden drüber reden. Aber da ich nicht so lange Zeit habe, versuche ich das ein bisschen einzugrenzen. Ich würde sagen, wir greifen direkt mal zum Thema Schule. Und zwar so Schwierigkeiten und so. Und was ich auch erfahren habe, so die letzten Jahre. Ich bin jetzt auch schon in der 10. Klasse. Und meine schulischen Noten und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit der 5. und 6. Klasse an. Und zwar, 5. und 6. Klasse war eigentlich noch easy. Also, da hatte ich noch so 1er, 2er, 3er und wenige 4er, also wirklich ganz wenige 4er. Der Schulstoff, der war eigentlich noch, sehr, sehr einfach. Danach 7. Klasse, das war, hat sich so schon ganz anders gezeigt. Da war es wirklich so, da war ich richtig, richtig grottenschlecht. Da hatte ich in Mathe
Ash nur 5 im ersten Halbjahr, nur 5. Nee, warte, so andersrum. Im ersten Halbjahr hatte ich nur 4. Im zweiten Halbjahr hatte ich nur 5. Ja, Ash, ich habe dann auch, also ich halte ja normalerweise keine Mittagsruhe. Aber echt Ende des Jahres habe ich dann nur Mittagsruhe gehalten, weil ich Angst hatte, dass ich sitzen bleibe. Aber was mir dann doch noch letztendlich den Arsch gerettet hat, das war, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sagen muss, das war einfach, dass ich im ersten Halbjahr im Zeugnis eine 4 hatte. Und da hat die Lehrerin dann das einfach mit einberechnet, dass ich da eine 4 hatte. Ja, und dann habe ich letztendlich doch noch im letzten Moment die 4 gekriegt im Zeugnis. Und was mir dann auch den Zutritt in die 8. Klasse verschafft hatte. Ja, 8. Klasse war eigentlich, naja, 8. und 9. Klasse war auch sehr einfach. 9. Klasse würde ich sogar schon sagen, hatte ich den besten Schnitt, den ich je hatte. Okay, außer in der Grundschule, ist ja was anderes. Aber in der 9. Klasse, zweites Halbjahr, also Ganzjahreszeugnis, hatte ich echt einen Schnitt von 2,4. Und das ist meiner Meinung nach echt ein guter Schnitt. Ja. Und in der 7. Klasse muss ich auch echt sagen, da war wirklich so eine Faulheitsphase von mir. Ich kann nicht sagen, warum. Es kann sein, dass die Pubertät da echt sehr, sehr eingeschlagen hat bei mir. Aber ich war echt tot faul. Ich wollte einfach gar nichts machen. Aber es kommt nicht nur drauf an, ob man faul ist, sondern auch auf den Lernstoff. Ich meine, Mathe kennt jeder. Wenn da ein Thema ist, das man von Anfang an nicht versteht, dann kennt man auch die nachfolgenden Themen gar nicht. Beziehungsweise dann versteht man die einfach nicht. Man versteht es einfach nicht. Egal, wie sehr man sich reinkniet. Es gab mal so ein Thema, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mein Vater hat es mir versucht zu erklären. Ein Freund, der sonst nur 1 und 2 in Mathe schreibt, der hat versucht, mir es zu erklären. Ich habe es einfach nicht gerafft. Es wollte nicht in meinen Kopf reingehen. Und da kannst du auch nichts dagegen machen. Ich meine, es gibt Themen, die, ich weiß nicht, es ist wie Schicksal. Als will das Schicksal nicht, dass du dieses Thema lernst. Und ich meine, echt, so manche Themen, die brauchst du nie wieder in deinem Leben. Das ist so schlimm jetzt auch vor allem in der 10. Klasse. Ich meine, Prozentsatz und so, sowas braucht man ja immer auch, um seine Finanzen später auszurechnen, ob es Geld reicht für die letzten Tage im Monat. Klar, sowas muss man schon beherrschen, ja, aber jetzt, ach, wie heißen die Themen jetzt alle von mir? Ich weiß sie gar nicht alle aus, wenn ich so bescheuert sind die. Aber solche Themen brauchst du nie wieder. Zum Beispiel jetzt in der letzten Mathearbeit hatte ich auch wieder eine 4 in der ersten. Was hat schon meine ersten Arbeit? Ich weiß nicht mehr, 4 oder 5, glaube ich. Ja, das ist mir übrigens mein Holzkackstift aus Holz, ja, den ich einfach gebaut habe, um auch mal ein bisschen weiter wegzulaufen. Damit ich ihn auch aus der Entfernung noch sehe, damit ich weiß, wo ich hinlaufen muss, um nach Hause kurz zu kommen. Genau, das kurz so nebenbei. So, übrigens, die Sterne finde ich auch ganz toll. Den Nachthimmel. So, auf jeden Fall, was würde ich sagen, jetzt in der 10. Klasse, das ist wieder, ich weiß nicht, so eine leichte Faulheitsphase, aber auch der Lernstoff, der ist so hammerhart wieder, das ist echt doof. Und auch in Englisch, ich will jetzt nicht sagen, dass ich in Englisch jetzt schlecht bin, ja, aber ich meine diese scheiß Zeitengrammatik mit dem Simple Past, Past Tense, wie sie alle heißen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Die Zeiten so generell. Ich meine, wenn in der Aufgabenstellung vorgegeben ist, was für Zeiten ich anwenden soll, dann ist es wirklich easy peasy für mich. Aber wenn ich dann alles, wenn dann so eine Aufgabe kommt, wo alle Zeiten vermischt sind, wo ich alles auf einmal anwenden soll, da habe ich sowas von verkackt, da kann ich direkt einpacken gehen. Und ja, deswegen hatte ich jetzt auch einfach die letzte Arbeit eine 5 und dann sollten wir auch noch was über Indien, was in den, ja, Indien beschreiben.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Fragen alle heißen. Das ist immer so eine Sache mit dem Fragen merken und so. Aber